Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Sternensingen. Heute ist Weihnachten, Freunde! Weihnachten! Der heilige Abend ist da. Und heute am heiligen Abend wird der St. Andreas Klausbert irgendwo hier in der Nähe erscheinen. Vielleicht. Darauf müssen wir uns natürlich ein bisschen vorbereiten. Darauf, dass er hier vielleicht irgendwo erscheint am heiligen Abend. Nicht wahr, Freunde? Ja, die Schneemänner gucken mir zu. Der Weihnachtsmarkt ist natürlich auch offiziell jetzt noch eröffnet. Zack. Und hier wollte ich eigentlich eine Kiste reinmachen für die Schallplatte. Das mache ich noch schnell. Ich weggehe. Ich diesen Ort dann wieder verlasse. Und guck mal, ein kleines Weihnachtskind. Wie heißt du denn, kleines Weihnachtskind? St. Andreas Klausbert? Wer hat dich denn St. Andreas Klausbert genannt? Deine Mutter? Natürlich, klar. Das ist aber nett. Ein neuer St. Andreas Klaus ist geboren. Ach so. Das verstehe ich jetzt nicht irgendwie. Warte mal, da oben ist auch noch ein Priester. Es sind ziemlich viele Priester. Und eine kleine St. Andreas Klausbertin. Ja. Ah, ihr habt das Kind St. Andreas Klausbert genannt? Weil der Geist von Weihnachten zufrieden ist mit dem... Ach, ihr seid der Geist von Weihnachten. Aha. Ihr seid glücklich und deshalb ist St. Andreas Klausbert zurückgekommen in Form eines neugeborenen Kindes. Ach so. Dann habt ihr mich die ganze Zeit ver... Naja. Der kommt gar nicht zu Weihnachten, nur der Geist von Weihnachten ist immer gekommen. Nur er konnte sich nie durchsetzen. Weil ihr so im Tristesse gelebt habt und jetzt ist der Geist von Weihnachten wieder da. Ach so, dann habe ich das... Ach so. Ja, das ist doch alles gut, dann könnt ihr auch jetzt Weihnachten feiern. Wir sind glückliche Bürger. Leute, dann haben wir es ja doch geschafft. Und es hat ein kleines Kind gegeben, welches St. Andreas Klausbert heißt. Wo ist er denn jetzt, der St. Andreas Klausbert? Dann ist er ja tatsächlich zu Weihnachten zurückgekehrt. Geboren am heiligen Abend. Ich höre ihn, aber da. Machen wir ein Foto von St. Andreas Klausbert. Das glaubt mir sonst keiner. Und natürlich hier vom Weihnachtsbaume. Das ist ja unglaublich. Na gut. Freunde, dann haben wir es geschafft. Einfach so. Trotzdem baue ich noch die Kiste für die Schallplatte. Das könnt ihr glauben. Und dann müssen wir jetzt nach Hundskrab zurückeilen, damit ich Else ihr Geschenk bringe. Ich nehme noch ein paar Blumen mit. sonst ist sie auch sauer. Und na, Smaragde brauchst du nicht. Hier ein Golddiadem habe ich, Diamantendiadem habe ich ja auch schon. Aber ich glaube, der Schnee, da freut sich noch mehr rüber. Okay, Freunde, wartet's ab. Wir müssen jetzt erstmal alles, was wir hier lassen wollen. Das. Dann das hier. Jennis, nein, dich nehmen wir wieder mit. Denn wir brauchen ja, ne? Das lassen wir hier, das lassen wir hier. Die Knochen lassen wir hier. Das lassen wir hier. Dieses lassen wir auch alles hier. Fackeln nehmen wir mit. Holz lassen wir alles hier. Wir haben es geschafft. Ja, was heißt geschafft? Aber ein neuer St. Andreas Klausbert ist geboren. Und dann ging es wohl doch eher um den Geist der Weihnacht als um eine wirklich existierende Person. Aber jetzt ist es eine existierende Person. Und er kann da oben in der Kirche, wenn er mal groß ist, vielleicht nächstes Jahr schon, wenn wir wiederkommen, kann er dann die Worte verkünden. Das ist doch mehr als schön. Und ihr seid wirklich alle zufrieden, ja. Und feiert schön Weihnachten, ne? Macht das mal. Ich werde nächstes Jahr wiederkommen, meine Freunde, hier in Sternensingen und werde mit euch Weihnachten feiern. Vielleicht bringe ich dann Else mit. Ja, das ist doch genial. Ein Kind, welches sie St. Andreas Klausbert genannt haben. Wie schön. Und hier unser kleines Zuhause, was für einige Zeit unser Zuhause war. Das werden wir jetzt wieder verlassen. Irgendwie auch ein bisschen traurig. Irgendwie auch ein bisschen traurig. Meine Krone ist schon ziemlich kaputt. Irgendwie ist es auch ganz schön traurig. Das Buch nehmen wir mit. Na? Und hier ist die Schallplatte. Die Schallplatte, ja. Ja, also wir brechen unser Bett hier ab. Brechen unser Bett hier ab und machen uns dann auf den Weg nach Hause. Durch den Nether. Weil das ist der kürzere Weg einfach. Ich lege euch hier mal die Platte auf. Und ich hoffe, ihr feiert alle schön euer Weihnachtsfest. Und dass St. Andreas Klausbert ein guter Mojang-Geweihter wird. Lebt wohl, ihr Sternensinger. Sternensinger. Gibt's hier schon Brot?
in der Weihnachtsbäckerei. Nee, hat wieder Korn reingeschmissen. Die lernen es nicht mehr. Sie lernen es einfach nicht mehr. Und nächstes Jahr werden wir dann hier weitermachen. Aber jetzt geht's erstmal ab in den Nähter Peter, denn wir müssen so schnell wie möglich nach Hause. Also, bis zum nächsten Mal. Quatsch. In Sternen singen wollte ich schon sagen. Trink einmal einen Schluck Kaffee. Bisschen rauen Hals. Was, wir haben nicht mehr viel Zeit? Ja, das stimmt irgendwie. Ups. Im Bett werden wir im Nähter nicht brauchen. Ab in den Nähter Peter. Jetzt müssen wir uns erstmal orientieren. Wir haben noch eins vergessen. Wir haben noch den Wegpunkt nicht gemacht für Sternensingen. Das finden wir doch nie wieder. Nochmal zurück. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Musik spielt immer noch oder ist sie jetzt ausgegangen? Ist ausgegangen? Ah, die Platte liegt noch drauf. Musik spielt nicht. Okay, hier kurz einen Wegpunkt gemacht. M. Wegpunkt. Neuer Wegpunkt. Sternen singen. Und den machen wir natürlich weiß. Fertig. Fertig. Sternen singen. Okay, aber jetzt aber wirklich. Macht's gut, ihr lieben Sternensänger. Ich mache mich jetzt auf nach Haus, nach Hundsgrab, damit ich dort mit meinen Lieben das Weihnachtsfest feiern kann. Es könnte knapp werden, das zu schaffen. Vielleicht schaffe ich es nur am ersten oder zweiten Weihnachtstag. Möglich. Nähter. So, jetzt müssen wir hier auch einen Wegpunkt machen. Portal Sternensing. Wegpunkt. Da ist Hundsgrab, das blenden wir mal ein. Neuer Wegpunkt. Portal Sternen singen. Fertig, blau ist gut. Und wo ist Hundsgrab? Wo ist Hundsgrab? Das Hundsgrab, da hinten. Okay, machen wir uns auf den Weg. Wir eilen. Kleiner Huster, schneide ich natürlich hinterher raus. Ja, Freunde, natürlich will ich zu Weihnachten bei meinen Lieben sein in Hundsgrab. Aber das wird nicht so einfach werden. Ihr seht schon warum. Wir bewegen uns momentan hier durch Seelensand, der uns aufhält. Und es sind 1300 noch was Meter bis nach Hause, oh wei. Und wir haben aber eine Effizienzspitzhacke dabei, was uns natürlich sehr hilfreich sein wird, um nach Hause zu kommen, hoffe ich doch. Okay, machen wir uns auf. Der Nähter. Natürlich zu Weihnachten nicht der richtige Platz eigentlich, oder? Naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich will das schaffen, nach Hause zu kommen. Wenn auch nicht zum Heiligen Abend pünktlich, aber dann auch vielleicht am ersten oder zweiten Weihnachtstage. Ich hoffe doch, wir schaffen es etwas eher. Eigentlich müssten wir jetzt hier schön gleich noch was abbauen und machen, aber wir eilen natürlich nur nach Hause. Außer uns läuft da eventuell etwas Glowstone über den Weg. Nein, da können wir uns jetzt nicht mehr mit aufhalten. Verdammt, es tut schon ein bisschen weh auch. Hier gibt es eine Brücke über diesen... Wir dürfen nicht sterben, das ist auch wichtig. Vielleicht sollte ich lieber das Schwert in die Hand nehmen als die Axt. Oh, guckt euch diese Traube da an. Das ist, ja, cool. Aber, wie schon gesagt, wir müssen nach Hause, so schnell wie möglich. Und durch den Nähter ist der Weg ja mal kürzer, aber auch gefährlicher. Da ist schon der erste Garst. Die werden uns natürlich, so garstig wie die sind, werden sie versuchen, uns das Weihnachtsfest zu vermiesen. Auch das noch. Okay, ich glaube, da hinten kommen wir ganz gut hoch. Das wäre der direkte Weg. Ja, Freunde, ich wünsche euch natürlich einen schönen heiligen Abend, ohne dass ihr durch den Nähter müsst. Aber manche müssen ja auch durch die Hölle, bevor sie dann an ihrem Weihnachtsfeierort angekommen sind. Müssen da vielleicht auf der Autobahn viele hunderte Kilometer zurücklegen. Wo gehen wir lang? Bevor sie dann bei ihren Eltern sind. Manche sind ja auch weit von ihren Eltern oder so weggezogen und müssen dann erstmal den ganzen heiligen Abend eigentlich auf der Autobahn verbringen. Vielleicht sogar noch im Stau mit auch irgendwelchen bösen Kreaturen in Form von LKWs, die ihnen den Weg verstellen. Man weiß es nicht. Vor Weihnachten fahren ja nur noch die Coca-Cola-LKWs, ne? Mit den Weihnachtsmännern drin, das weiß ja jedes Kind. So, okay, schnell hier hoch. Bisher sind wir noch relativ unbehelligt.
Aber jetzt sind wir, glaube ich, den falschen Weg gegangen. Oder kommen wir hier hinten wieder runter? Ich glaube, wir kommen hier wieder runter. Ja, runter kommen sie alle, ich weiß. Okay. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier kommt doch bestimmt eine Netherschlucht. Wir können da oben lang. Wir können hier oben lang. Hupsa. Stell dich mir nicht in den Weg. Ich will nach Hause, nach Hundsgrab. Der Hunger treibt uns voran und die Hoffnung, heute noch ein schönes Fest mit unseren Liebsten zu verbringen. Ja, also gibt es bestimmt viele, die von euch Weihnachten tatsächlich die meiste Zeit unterwegs sind's. Und dieses Erlebnis, was ich hier gerade habe, nämlich noch einen langen Weg bis zum besinnlichen Weihnachtsfest zu haben, nachvollziehen können. Alle die grüße ich jetzt mal ganz herrlich. Herrlich. Ich grüße euch ganz herrlich. Herzlich natürlich. Komm ich hier lang? Eventuell. Ich grüße euch ganz herzlich, nicht herrlich. Oh, schaut euch das an hier. Wir haben kaum Zeit, mal rechts oder links zu gucken. Denn wir wollen natürlich nach Hause kommen. Und es sind nur noch 700 Block oder so in der Art. Das ist ganz gut. Aber jetzt wird's, glaube ich, kompliziert. Ja. Wir sind nämlich hier auf so einer Plattform, von der wir nicht so einfach runterkommen. Könnte ich mir vorstellen. Wir müssen nach da drüben rüber. Ach, da drüben müssen wir. Hier sind wir. Wir könnten eventuell da hinten lang. Okay. Wir können, das sieht nicht so gut aus. Und ich höre die ganze Zeit einen garstigen Gast. Das wird kompliziert, Freunde. Aber niemand hat gesagt, dass es einfach wird, ne? Oh wei. Können uns auch hier einen kleinen Steg bauen. Aber lass mich in Ruhe, Gast. Ich bin hier gerade in einer sehr schlechten Situation. In einer sehr garstigen Situation. Oh wei. Ja. Oh, wir gehen jetzt genau in die verkehrte Richtung im Grunde. Denn wir müssen ja eigentlich nach da hinten. Wow. Und ich kann jederzeit Lava rauskommen. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Hoho. Hihi. Aber egal, wir müssen mutig voranschreiten. Okay. Kommen wir hier irgendwie über diesen riesen See rüber? Da hinten, ne? Hinten sieht's ganz gut aus. Der uns hier den Weg versperrt. Ja, es ist zwar kürzer durch den Nether, das ist klar. Aber, nicht immer ist der, ist einfach nur ein kürzester Weg auch der schnellste. Können wir das ausmachen hier? Ja. Ich habe keine Lust noch zu brennen. Einzige, was heute brennen soll, ist der Weihnachtsbraten. Nein, nee, der sollte auch besser nicht brennen eigentlich, ne? Okay, hier ist Seelensand. Autsch. Seelensand ist auch ganz schön hart. Okay, kommen wir jetzt hier irgendwo lang. Ich hoffe doch. Das ist genau die Situation, die ich meine, ne? Man will so schnell wie möglich ans Ziel kommen. Aber es bilden sich immer neue Unwegsamkeiten, die an den direkten Weg versperren. Hopp. Autsch. Egal. Erstmal das Essen. So viel Zeit muss sein. Hundsgrab ist nicht mehr weit entfernt. Und ich glaube, wir können hier auf direkten Wege hinkommen. Also, Gas. Geben wir Gas. Haben wir Spaß. Ich kann schon den Weihnachtsbraten riechen. Ich kann schon die Weihnachtsgesänge der Hundsgraber hören. Aber wahrscheinlich nur im Geiste. Weil so weihnachtlich sind die ja meistens gar nicht mal, unsere Hundsgraber. Na? Ohne Schnee. Aber man kann auch ohne Schnee ein schönes Weihnachten feiern. Ich glaube, hier kommen wir lang. Oh Gott, jetzt sind wir ganz unten bei der glühenden Lava, wo dann der Schweiß in Flüssen am Leibe runterfließt. Moment. Ja, Hasenfuß, ne? Hättest auch springen können. Ich hätte auch einfach rüber rennen können direkt. Okay. Jetzt da oben hoch, würde ich sagen. Hier ist aber überall noch ganz viel nicht abgebautes Gestein, was eigentlich darauf hinweist, dass hier noch keiner war. Denn wir sind ja ziemlich viele, die hier in den Nether bereisen können. Und es sind noch 400. Noch 400 Meilen bis Hundsgrab. Oh. Jetzt bloß nicht unkonzentriert werden. Wir schaffen das, Freunde. Irgendwie werden wir es schaffen. Hops. So.
Irgendwie werden wir es schaffen. Ich bin mir da ganz gar nicht sicher. Ach komm, nun verstell uns hier nicht ständig den Weg. Ich will doch nur nach Hause. Else wartet mit dem Braten in der, im Ofen, meine ich. Meine Güte. Kann nicht so schwer sein. Aber Mojang stellt uns halt immer wieder auf Prüfungen. Das ist so. Ja, der Ort war schon eine große Prüfung für uns, die wir allerdings wieder erwartend irgendwie doch noch gemeistert haben. Aber wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Und was ist das jetzt hier? Ich komme jetzt hier nicht lang. Doch. Oh, Gott sei Dank. Da oben können wir lang. Das sieht ganz gut aus. Hier so, ne? Hier können wir lang. Hier kommen wir auf jeden Fall auch irgendwie hoch. Ups. Ups. Ja. Und da hinten ist irgendwo Hundsgrab. Noch 300 Block. Wir müssen es eigentlich schon fast sehen können. Wie gehen wir jetzt unten lang oder oben? Unten. Entscheidung ist gefallen. Weiß nicht, ob es die richtige war. Hahaha. Ha, ha. Vielleicht. Hier ist auf jeden Fall ziemlich viel Kies. Hundsgrab, ich komme. Bitte, jetzt nicht mehr irgendwas in den Weg stellen, lieber Mojang. Das wäre ziemlich gemein. Wie zum Beispiel sowas. Arrgh. Egal. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber habt ihr gemerkt, die Gäste haben sich zwar gemeldet, haben uns zugerufen, dass sie da sind, aber sie haben sich uns nicht in den Weg gestellt. Also sie haben uns nicht beschossen. Haben auch so eine Art Ruhe. Waffenruhe. Sternsing ist schon ziemlich weit weg. Schon über 1000 Blocks sind wir gerannt in dieser Folge. Wer hätte das gedacht? Bitte jetzt keine Lava mehr oder irgendwelche Gemeinheiten, lieber Mojang. Das wäre gemein auch. Ja, hier müssen wir doch irgendwo auch schon runterkommen dann, oder? Boah, knapp. Knapp, knapp, knapp. Oh. Oben lang. Oben lang. Hier führt uns der Weg. Ja, heute ist der 24. immer noch. Und hier hat sich schon mal einer einen Weg durchgegraben. Das ist sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn sie jetzt nicht mehr aufhalten mit hier irgendwas löschen oder so. Heiß. Wieder ganz hinten. Ach, hey. Ach, nee. Ach, nee. Wie soll ich denn da hinkommen? Da ist ein riesen See zwischen. Vielleicht hier hinten lang? Wir könnten da rüber zur Plattform. Haben wir genug Steine dabei? Oh Gott. Das fehlt mir auch noch. Jetzt hier über den Lava. Oh. Oh. Habt ihr das gesehen? Jetzt ist sogar der Rückweg abgeschnitten. Lieber Mojang, ich war immer ein netter, getreuer Diener. Lass mich jetzt hier nicht runterfallen. Nicht am heiligen Abend. Das wäre sehr unschön. Und nicht von dieser Taste abgeleiten mit meinem schwitzigen Fingerlein. Das wäre auch sehr unschön. Gar nicht freundlich von dir. Und lass diese 64 Block einfach reichen, um mich hier rüber zu arbeiten. Gott, warum muss das heute nochmal so spannend werden? Das war gar nicht beabsichtigt, Freunde, wirklich nicht. Unter uns ist glühende Lava. Jetzt ist gleich Festland unter uns. Okay, wir sind drüben. Auf die andere Seite. Alter Schwede, muss das sein? Muss das denn sein? So ein unwegsamer Weg. Hätten wir bald... Da drüben? Da ist eine Festung. Vielleicht können wir über die Festung nach Hundsgrab gelangen. Also, der Weg ist uns versperrt. Anscheinend. Wir können nur über die Festung nach Hundsgrab gelangen. Und wir schaffen es nicht mehr am heiligen Abend, Hundsgrab zu erreichen. Aber wir werden natürlich nicht aufgeben. Und auch morgen versuchen, Hundsgrab zu erreichen. Über die Festung. Verdammt. Was für ein Weihnachtshorror. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Vielleicht können wir da unten irgendwo lang gehen. Weil da hinten ist Hundsgrab, da müssen wir hin.
dann in der nächsten Folge. Meine lieben tapferen Freunde, ich sage, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.